unbehandelte, nicht homogenisierte Rohmilch. Bevor jetzt der erhobene Zeigefinger kommt, wie schlecht und vermutlich sogar gefährlich diese sei, zwei Dinge. Nein, ich behaupte nicht, dass Milchprodukte direkten positiven Einfluss auf dein Testosteron haben. Und ich weiß auch, dass Milchprodukte generell zu den östrogenhaltigen Lebensmitteln gezählt werden. Schließlich sind es ja Erzeugnisse, die von weiblichen Muttertieren stammen. Beide Einwände lassen sich aber relativieren und die positive Wirkung der Milch überwiegt die unter Umständen negative. Außerdem ist die Stimmungsmache gegen natürliche, bäuerliche Erzeugnisse mittlerweile so auffällig, dass sich jeder mal fragen sollte, warum das so ist. Es gibt übrigens auch Untersuchungen, dass das Östrogen der Milch nur geringfügig die Blutbahn des Menschen erreicht und somit, wenn überhaupt, nur marginalen Einfluss hat. Organische Rohmilch ist ein exzellentes Nahrungsmittel. Und ich verweise hier auch auf Dr. Erik Berg, der nicht nur für mich ein renommierter Mann vom Fach ist. In diesem Video geht er auf die fulminanten Vorteile von Rohmilch ein und er legt nahe, dass die behandelte und hoch erhitzte Milch aus dem Supermarkt wahrscheinlich die eigentlich ungesunde ist. Wie kriegen wir jetzt aber den Bogen zu Testosteron? Nun, Milch verfügt über drei Inhaltsstoffe, die deiner Testosteronproduktion über Umwege förderlich sein können. Zink, für viele die wirksamste Zutat bei Testosteronsupplementen, Cholesterin, dessen Mangel mit Testosterondefizit in Verbindung gebracht wird, und schließlich gesättigte Fettsäuren, deren Konsum ebenso einen starken Zusammenhang zu hohen Testowerten nachgewiesen hat. Hinzu kommt noch Calcium und Protein. Und unter Bodybuildern ist ja auch die sogenannte GOMAD-Diät für die Massephase ein Begriff. Hier trinkst du eine ganze Gallone Milch am Tag und kriegst dabei 2400 Kalorien sowie 130 Gramm Protein. Tatsächlich sind ja die gesättigten Fettsäuren auch natürliche Instinkte eines Mannes. Wenn du beim Grillen zum Beispiel zum deftigen Steak greifst, gerne auch noch ein zweites und ein drittes, während Frauen naturgemäß eher nicht so einen riesen Appetit drauf haben. Rohmilch kann all das Genannte und es kann echt Vorteile haben, wenn du die in deine Ernährung mit einbaust. Viele Bauern übrigens haben diese hervorragenden Milchzapfanlagen, die ich persönlich regelmäßig nutze. Und es ist gut, dass die abgeschlossen sind, denn ansonsten würde ich vermutlich in den Bottich reinklettern und drin baden. So lecker ist die Milch. Nebenbei bemerkt, ist Sojamilch kein Ersatz für echte Milch. Sojaerzeugnisse und auch das ist für Fachleute wie Dr. Berg überdeutlich, können deinem Stoffwechsel und Hormonhaushalt ziemlich arg zusetzen. Empfehlen will ich dir zum Abschluss mein Buch, in dem ich dir den schonungslos ehrlichen Weg zeige, um Frauen und auch Erfolg anzuziehen. Testosteron kommt darin auch zur Sprache, ich nenne es ja den Goldstandard für Männer. Und darüber hinaus zeige ich dir all das, was du brauchst, um deine archetypischen Tugenden wiederzubeleben. Sieh dir das gerne mal an, der Link ist unten in der Beschreibung. Danke fürs Zusehen, Kommentieren und Liken. Ciao, ciao.